Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch gern ein Geschenk zum 18. Geburtstag basteln und habe mir da was einfallen lassen. Und wenn ihr das nachbasteln wollt, braucht ihr 5 Servietten, 18 ausgedruckte Sprüche, euren Wunschbetrag in 18 Münzen oder Scheine. Und das war's eigentlich schon. Das Erste, was ihr macht, ist natürlich die Sprüche ausschneiden. Ich werde jetzt mit euch nicht alle verpacken, dann wird das Video so lang und es ist am Ende immer dasselbe. Deswegen jetzt nur ein paar davon. Ihr könnt die Sprüche auch noch verzieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt die Ecken abrunden und so weiter. Ich werde mit der, die sind zu breit, mit denen geht es nicht. Ich wollte eigentlich eine Bordüre stanzen, dann müsst ihr mehr Platz lassen. Und ich werde die Ecken einfach so wegnehmen mit so einem runden. Ich werde jetzt nicht mit Farbe noch verzieren, dafür fehlt mir die Zeit. So, dann habt ihr euren Spruch. Dann nehmt ihr euch eine Serviette. Und weil die zu groß sind, deswegen brauchen wir auch nur 5 Stück. Wenn die jetzt erstmal an den Kanten zerschnitten. Wenn ihr eventuell größere Schokolade habt, kann es auch sein, dass ihr dann 18 Servietten stattdessen braucht und die halt nicht zerschneidet. Und dann brauchen wir noch was zum Zubinden. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Einfach ein Schleifenband. Jetzt nehmt ihr immer so eine Münze, wickelt da dann den Spruch ein. Das kommt dann in die Mitte. Dann, ah Mist, die sind nicht eingepackt. Die sind nämlich eingepackt. Ach, verdammt. Normalerweise sind die immer noch separat eingepackt. Das ist jetzt nicht gut. Habe ich noch was anderes da? Mal kurz. Ich schau mal, ob ich noch was an. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt leider nichts anderes da. Das heißt, ich muss die Schoki selber einpacken, weil ich habe jetzt auch nicht die Zeit, noch mal was anderes einzukaufen. Bei den warmen Temperaturen möchte ich es schon ein bisschen einpacken, sonst läuft alles durcheinander. So. Ich empfehle euch dann einfach, kauft sowas wie Ferrero Küsschen oder so, das ist eingepackt, das ist besser. Und dann macht man einfach solche Tütchen draus. Die Tütchen
binde ich hier halt, ich binde sie erstmal einzeln zu und am Ende fädle ich sie dann auf eine lange Girlande. Ich habe ein ganz schnelles Geschenk. Kreative Idee, um Geldgeschenke zu verpacken. Und es sind halt zum 18. Geburtstag sind es 18 Tütchen. Wenn ihr das zu einem 20. Geburtstag machen wollt, macht ihr halt 20 Tütchen und so weiter. Und so sieht dann ein Tütchen aus, ganz schlicht. Ringeln wir noch das Papier. Und die Tütchen kann man dann im Prinzip anordnen, wie man will. Man kann noch mal einen Beutel machen, wo man die alle reintut. Man kann die auf eine Girlande fädeln. Das werde ich wohl machen. Man kann die an einen Blumenstrauß binden oder an ein Gesteck. Man kann die auch einfach auf was Rundes draufkleben. Aber das ist im Prinzip meine Idee. Zum 18. Geburtstag 18 solche Päckchen mit je einem Spruch, einer Münze und etwas zum Naschen. So, das war jetzt wirklich ein Quickie. Ich verabschiede mich an der Stelle schon. Ich lasse das Video jetzt aber noch ein bisschen mitlaufen, wenn ich hier einpacke. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!